Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Call of Duty Modern Warfare 2. Woohoo, für die Xbox, natürlich. Ja, natürlich ist es jetzt natürlich eine Zweitaufnahme, aber dazu gleich mehr. Wir haben den 30.10.2013 um 23.19 Uhr, nicht um 19.23 Uhr. Nein, um 23.19 Uhr ist wieder eine Nachtaufnahme. Punkt. Ganz ruhig. Ja, ich habe den Spielsound leise gedreht. Der war in der anderen Episode wirklich schon super. Ja, ich hatte ja schon gesagt, das ist eine neue Aufnahme. Und zwar hatte ich eben schon mal 15 Minuten aufgenommen. Richtig schönes Gameplay mit echt viel Gelaber. Ja, da dachte sich dann mein Headset, gut, schalte ich mal aus. Ich habe mich dann so gewundert, warum schaltet sich mein Headset dann plötzlich mitten in der Aufnahme aus? Hatte sich ja sonst nicht so gehabt, getan, getut und tut, wie auch immer. Ich guck denn so, ja, mein Live-Kommentar war nicht an. Ich sag so, scheiße, ficken, Mann. Ist die ganze Aufnahme für den Arsch gewesen. Natürlich. Naja, egal, das nichtsdestotrotz. Geht's natürlich jetzt weiter mit der zweiten Episode. Wir spielen SOD. Und zwar mit mir, Alabare 1990. Und hoffentlich finden wir ein schönes Spiel. Ich werde nochmal neu suchen. Ich hatte ja schon gerade eben, aber na, die Runde war nicht so prickelnd. Ja. Schnauze, der liebe DMK hatte ja unter der ersten Episode einen Kommentar verfasst. Ja, und dran standen mehrere Punkte. Und Punkt 4 war, ich solle mal in meinem nächsten Commentary, Live-Commentary, wie auch immer, also jetzt hier in dem Fall, mal über meine Zockerkarriere, also Zockergeschichte erzählen und instant getubed werden. So eine Hoshi, Mann, ey, das gibt's doch ja nicht schon wieder. Och nee, ja. Egal, zurück. Brauche ich mich gerade mal nicht so doll aufs Gameplay konzentrieren. Ja. Wie ich überhaupt zum Zocken gekommen bin, also meine Zockergeschichte und warum habe ich überhaupt angefangen zu zocken. Ganz einfach. Ich glaube, das wissen eher wenige von mir. Ja, ich habe noch zwei ältere Brüder. Der eine ist 10 Jahre älter, der andere ist 9 Jahre älter. Dann könnt ihr ausrechnen, ich bin 20 und bin der Jüngste. Denn wisst ihr ja, wie alt die anderen beiden sind. Ja, angefangen hat's laut Erzählen von meinen Brüdern und von meinen Eltern. Ungefähr, ich bin 93er geboren. Ja, so mit 3 Jahren bei mir. Soll ich wohl angefangen haben zu zocken. Mehr oder weniger. Was man halt damals so machen konnte mit Zocken. Ich weiß nicht, warum ich so einen starken Ausschlag jetzt beim Spiel-Sound habe. Ja, ich werde mich kurz mal selber hören. Und ja, da haben wir denn wohl irgendwie... Keine Ahnung, wer jetzt genau dafür, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, schuld war. Gab denn, ich sag jetzt mal so 95 oder 96 einen Amiga Commodore. Keine Ahnung, ob es jetzt ein 500er war, Commodore 500 oder Commodore 1000, ich weiß es nicht, der steht noch oben. Aber null Peilung gerade, welches Modell das war, ist ja egal. Ja, da haben sich dann meine Brüder gedacht, gut, wir haben Langeweile, wir haben einen kleinen Bruder, der eh nichts zu tun hat. Mit 3 Jahren, was soll man da auch großartig zu tun haben, ne? Ja, lassen wir ihn einfach mal mitzocken, mal gucken, wie er sich anstellt. Und das ging dann wohl recht gut. Die haben mit mir dann damals Dino Blaster beispielsweise gespielt. Ihr könnt ja mal bei YouTube eingeben, Dino Blaster. Ich weiß nicht, ob man da was findet für den Amiga. Keine Ahnung. Ja, da konnte man dann schön zu viert spielen. Zwei mit den Joystick. Und die anderen zwei halt mit Tastatur. Und ja, das ging dann immer lustig. Da hat mein Vater dann auch ab und zu mitgezockt. Und dann war schon immer recht lustig. Also man hatte da so gesehen ein ganz großes Quadrat. Ich denke mal, Bomberman sagt eigentlich jedem was. Es ist eigentlich so gesehen die Vorform von Bomberman. Also man hat halt ja ganz normal das Quadrat mit ganz vielen Steinchen. Und da konnte man
dann halt hin und her laufen und musste immer die Steinchen wegsprengen und dann halt immer den Gegner töten. Gab auch eine Story, da musste man sich durch bestimmte Stages bahnen, sag ich jetzt mal. Ja, nu. Ja, und dann nachher irgendwelche Endboss-Kämpfe. Das ist aber schon lange her. Der Amiga steht noch oben im irgendeinem Zimmer. Der läuft auch, ne? Also der ist echt tadellos. Warum killt er sich selber mit der Bombe? Ist er behindert? Ja. Das war dann so, ich sag jetzt mal so 96. Ja. Dann wurde ich halt immer älter. Dann, also ich habe dann wirklich immer noch weiter gespielt. Amiga, also totgesuchtet eigentlich. Zu der Zeit. Ja, was habe ich beispielsweise für Spiele gespielt? Ja, halt das Dino Blaster, dann Lotus. Das war das erste Rennspiel, was ich gespielt habe. Davon hatten wir zwei Teile. Einmal Lotus 2, glaube ich, und einmal Lotus 3. Oder Lotus 1 und 3, ist ja auch nur egal. Auf jeden Fall, die Lotus-Spiele, die waren so hammergeil. Also ich habe sie geliebt. Ich spiele sie, wenn ich jetzt. Also ich würde sie echt gern nochmal wieder spielen. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Ist einfach Kindheit, dieser Amiga. Das ist wirklich einfach Kindheit für mich. Oh, Terminal. Ah, nö, nicht Terminal. Eigentlich nicht so eine große Lust drauf. Ist ja auch egal. Ich bin ja eh am Quatschen. Ist ja nur so nebensächlich. Ich habe einfach nur Bock drauf, noch nebenbei zu spielen. Ja. Bei Lotus, die Strecken waren zu der Zeit richtig hammergeil. Die Autos sahen, ich sage jetzt mal, auch gut aus zu der Zeit. Und was mir am besten gefallen hat, die Musik. Man konnte, bevor man eine Stage, also eine Strecke gespielt hat, konnte man sich die Musik auswählen, in einem Autoradio. Ich glaube, das waren sechs Tracks, die man sich auswählen konnte und dann, also ein Track von den sechs, die dann, oder der dann halt die ganze Zeit über gelaufen ist, in der Zeit, wo man halt die Strecke gefahren ist. Es gab da auch verschiedene Modi, einmal so Checkpoint-mäßig. Da musste man halt nur mehr durch Checkpoints fahren, um halt weiterzufahren. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ja, blieb man halt stehen. Und dann gab es halt einmal noch was rundenbasierendes, halt mit Tanken. Musste man richtig, wirklich, ich sage jetzt mal strategisch fahren. Wann tanke ich, wann tanke ich nicht, weil die Computerspieler waren auch recht stark. Ja, ich habe es einfach nur geliebt. Auch einfach nur wegen der Musik. Ich habe mich manchmal hingesetzt, einfach nicht um das Spiel zu spielen. Ich habe mich da hingesetzt, einfach nur um die Musik zu hören. Ohne Scheiß. Ich habe mir das angemacht und mich wirklich nur hingesetzt und die ganzen Kram, ja, nur um diese Musik zu hören. Einfach nur, weil es genial war. Dann gab es noch Road Rash. Das gab es auch damals für den N64. Vielleicht sagt's euch noch was. Ich weiß nicht, in welchem Alter mein ganzes Klientel jetzt hier auf YouTube ist. Ich weiß es nicht. Ansonsten müsstet ihr mal googeln. Road Rash. Das ist ein Motorradspiel. Man konnte andere Leute vom Motorrad schlagen mit. Damals war es entweder mit einer Faust, mit einem Bein oder wenn man halt einen motorisierten Polizisten runtergeschlagen hat, hat man einen Schlagstock gekriegt. Ja, fuhr man dann halt bestimmte Rennen und dann konnte man sich halt ja bessere Motorräder und also einen ganzen Kram leisten. Ja. Dann ging es nachher weiter und zwar, glaub 2001 oder 99, nee, 99, glaube ich. Da hat mir denn meine Ma und mein Papa, ja, Papa, ich wollte eigentlich Pa sagen, hatten die beiden mir zum Geburtstag ein Gameboy Color geschenkt. In Gelb. So eine richtig geile Pokémon Pikachu Edition. Richtig, mit der gelben Version. Es kann natürlich auch später sein, ich habe diese ganzen Daten nicht mehr im Kopf. Tut mir leid. Es sind einfach jetzt nur Schätzwerte. Ja. Das habe ich dann auch totgesuchtet. Ja, dann habe ich nach Pokémon Blau und Blau und Rot geguckt. Die habe ich mir dann später auch noch aus dem An- und Verkauf, also so einen Second-Hand-Laden, gekauft für nicht viel. Also es war, ne, ich habe es zu spät gesehen. Es war wirklich denn da zu der damaligen Zeit meine Pokémon-Zeit. Also ich habe nie was anderes gespielt. Ich glaube, ich besitze auch nicht gerade wirklich andere Spiele für den Gameboy. Oder? Nö, ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe nur Pokémon. Doch, Tetris habe ich noch. Genau. Tetris habe ich auch noch. Ja, was macht er denn für dumme Nüsse da schon wieder? Ja, also ich habe da wirklich denn nur Pokémon gespielt, gesuchtet. Ich habe die gelbe wirklich zum Umfallen gesuchtet. Ich habe da bestimmt 10, 20 Mal immer neu angefangen in der ganzen Zeit. Na, in der Zeit ging ja immer schneller. Man wusste, welche Pokémon man brauchte, um die Top 4 und alles zu besiegen. Ist das, denke ich mal, auch bekannt. Nachdem es nicht mehr blind ist, wird immer schneller. Ja. Dann gab es natürlich, er rennt am Gegner vorbei. Warum? Keine Ahnung. Ja. Dann gab es nachher, weil mein Bruder im Krankenhaus lag. Weswegen auch immer, weiß ich jetzt keine Ahnung mehr. Ja, der war allein im Zimmer. Hatte mit dem Fernseher und er wusste nicht, was er machen sollte. Hatte er von meinen Eltern zum Geburtstag eine PlayStation 1 bekommen. Mit einem Asterix-Spiel, mit FIFA, glaube ich. Ja, und das war's, glaube ich, auch schon. Ja, glaube, glauben, glauben. Wie gesagt, es ist alles nur gerade so geglaubt, was mein Hirn so gerade hergibt, die ganzen Erinnerungen. Ja, das war so gesehen meine erste Konsole. Dann habe ich mir nachher 2 Euro gekauft, also Spyro 1, 2 Euro 2, 2 Euro 3. Hab die zum Umfallen gesuchtet. Also, ich spiele die Spiele immer noch heute so gerne. Ich habe zwar nicht alle Teile, ich glaube, ich habe bis zu Teil 4, glaube ich. Und was wir halt noch gesuchtet haben, war Crash Team Racing. War natürlich auch geiles Spiel. Dann hatten sich nachher meine Brüder noch Saphenfilter geholt, 2 und 3, was ich dann auch durchgespielt habe, aber erst im späteren Verlauf. Und allen möglichen Spiele. Also, da war wirklich Highlight, denn PS1. Wirklich, da war dann Pokémon Nebensächlich. Und da war dann wirklich Highlight. Ah, PS1, Crash Team Racing, Spyro. Suchten. Ja, das verging dann nach einer Zeit und dann kam ja nachher der Eurowechsel, irgendwie so 2002 oder so. Und da habe ich mir dann meine allererste Konsole gekauft. Das weiß ich. Für 50 Mark oder Euro, keine Ahnung. Eine N64. Ich wollte unbedingt eine Nintendo-Konsole haben. Und ein Kumpel von meinem Bruder wollte seine unbedingt loswerden. Ich habe da, weiß ich, wie viele Spiele bekommen. Ja, für 50 Euro oder Mark habe ich mir denn damals wirklich meine allererste Konsole gekauft. Ja, natürlich war dann der Controller alles komplett was Neues. Und dachte mir dann so, wie soll es den jetzt halten? Da sind jetzt plötzlich drei Griffe dran, ne? Man kennt es ja nur von der Playsee. Mit zwei Griffen, die dann schön in der Hand liegen, ja, natürlich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ging das natürlich auch. Da hatte ich dann Mario Kart 64 mit bei und Cruisin' World ist halt so ein, ja, so ein Rennspiel. Dann natürlich, was überhaupt nicht fehlen darf, ist Mario, na, Mario 64, also Super Mario 64 und Mario Party. Also wir haben die, vor allem Mario Party haben wir nachher gesuchtet. Dann haben wir uns später noch gekauft, oder ich mir die Pokémon Stadium Version und haben diese Minispiele wirklich zum Umfallen gesuchtet. Und ich weiß nicht, warum ich gerade so schlecht bin. Und die waren richtig lustig, immer diese Minispiele. Also da haben wir uns wirklich manchmal so hingesetzt und gefeiert mit meinen beiden Brüdern, mein Vater und ich. Also wir haben da auch Crash Team Racing beispielsweise auf der PlayStation 1 totgesuchtet. Das war immer so ein. Es war einfach immer nur, ich sag jetzt mal, Familienzockerabend. Das war einfach nur mit so einem Umfallen, wenn meine Mama denn saß. Die hat eigentlich auch nur immer vor Lachen geheult und den Kopf geschüttelt, warum wir da so bescheuert, wenn wir überhaupt so eine bescheuerten Sachen machen. Also, es war schon eine coole Zeit. Und gehört natürlich auch zu meiner Kindheit. Und ganz ehrlich, manchmal sehne ich mich schon nach solchen Momenten dieses Zockens. Wirklich denn so, wo man wieder zu viert so sitzt und dann wirklich so eine Scheiße alles machen kann, so schön zocken. Aber geht leider nicht, sind jetzt alle erwachsen und Arbeit und so. Der eine wohnt beispielsweise in Bayern, der andere ist immer auf Montage. Halt nicht so prickelnd. Ich bin dann auch bald weg. Hoffentlich, weil ich ja nur meine Ausbildung, ja, geschafft habe seit August diesen Jahres und auf Arbeitssuche bin und halt nicht in Mecklenburg-Vorpommern weiter wohnen bleiben möchte. Ich möchte nach NRW ziehen. Habe ich aber auch schon öfters erwähnt. Ja, dann weiter zur Zockerkarriere. Also, erstmal ist ja schon geklärt, warum ich überhaupt zum Zocken, also, warum ich das Zocken angefangen habe.
Weil meine Brüder Langeweile hatten und mir das Zocken beibringen wollten. Ist natürlich auch ein geiler Grund. Ja, und dann ja, geht's weiter. Ja, dann gab's nachher, nach der N64 gab's dann. Was gab's denn da? Genau, gab's die Plesi 2, genau. Mein ältester Bruder hat sich dann eine Plesi 2 gekauft, auch gebraucht. Irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob er hier vom Kumpel oder so hat oder aus dem. An- und Verkauf, das kann ich jetzt nicht sagen. Er hatte sie plötzlich gehabt. Ja, und da habe ich mir dann natürlich auch so gedacht, gut, Plesi 1 war geil, also muss Plesi 2 auch geil sein. Da habe ich mir dann auch wieder die beiden Crash Team Racing Teile gekauft. Also, wie es denn halt für Plesi 2 gibt. Also Crash Nitro Kart und Crash Tag Team Racing. Die denke ich mal, werde ich eventuell auch nochmal Let's Playen. Auch nur nebenbei, natürlich würde erst Teil 1 kommen. Wo haben wir die denn? Da, Leute. So. Na, komm hier. Ja, genau. Und da habe ich denn das gespielt, denn ja, habe ich mir dann nachher noch den vierten 2-Euro-Teil geholt. Der aber auch nicht. Ja, lol. Den habe ich da gar nicht gesehen. Ja. Habe ich mir den noch geholt und totgesuchtet. Dann habe ich auch noch Sniper Elite. Ja, nee. V2 ist ja eben, da muss man gerade rausgekommen. Sniper Elite 1 habe ich dann noch dazu bekommen, geschenkt bekommen. Und noch andere diverse Spiele. Ich habe keine Ahnung, ich habe so viele Games insgesamt. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ja, dann war es halt nachher soweit und war PlayStation 2 auch nur noch am Todsuchten. Ja, also ich habe wirklich damals sehr, sehr viel gespielt. Man kann es wirklich schon sagen, Suchten. Aber ich war in keiner Sucht verfallen, einfach nur, weil es Spaß gemacht hat und immer eine Neuerung war. Ja, nach der Plesi 2 habe ich mir meine zweite eigene Konsole gekauft. Das war dann die Nintendo GameCube. Oh, aus einem einzigen Grund. Das war Mario Kart Double Dash. Ich wollte unbedingt ein neues Mario Kart spielen. Ich dachte so, gut. Die hat doch damals nicht mehr. Ich habe die auch erst recht spät gekriegt oder mir gekauft. Ja, die hat denn zu der Zeit. Ja, WTF, wieso bin ich jetzt schon tot? Achso, weil nur zwei, drei drinne sind. Ja, die habe ich mir wirklich erst recht spät gekauft. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da 150 Euro habe ich damals bezahlt mit. Ja, ein Controller. Also die ganz normale Konsole, ein Controller und Mario Kart Double Dash. Und ich glaube. Nee, Donkey Konga, also dieses komische Donkey Kong Trommelspiel da. Das habe ich mir extra gekauft, einfach nur weil es lustig war. Ja, dann habe ich mir dafür noch Frontlines geholt. Medal of Honor und Frontlines. Rising Sun, das haben wir dann auch immer. Aber nur zu dritt, meine beiden Brüder und ich immer gespielt. War auch immer sehr lustig. Das war eigentlich so gesehen. Nee, gar nicht. Mein erster Ego-Shooter war auf der PlayStation 1. Das allererste Rainbow Six von 1998. Genau. Das war so gesehen meine. Sorry Leute, keine Ahnung, warum mein Headset sich jetzt immer verabschieden muss. Ich habe null Ahnung. Huch. Ich wollte den Equalizer gar nicht öffnen. Ich habe keine Ahnung, was mein Headset jetzt gerade hat. Null Ahnung. So, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder einen Ausschlag. Ja, wo war ich denn jetzt gewesen? Genau, mein erstes Ego-Shooter-Spielchen war halt wirklich. Die kriege ich noch. Ficken. Ich weiß aber wirklich nicht, warum jetzt mein Headset meint, umherspinnen zu müssen, immer an- und auszugehen. Keine Ahnung, sorry dafür. Und ja. Ja, natürlich werde ich weggetubt, Mann. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße?
Ich werde mich mal im TS entmuten, sodass das halt als anerkannt wird. Gesprächsleiter. Talkbau geben. Hoffentlich schaltet sich das jetzt nicht wieder ab. Ja, es gab dann halt die GameCube mit diversen Spielen, Mario Kart Double Dash, Donkey Konga, Medal of Honor, Rising Sun und Frontlines, was wir dann halt auch immer zusammen gespielt haben. Ja, das war's eigentlich an Konsolen, bin ich der Meinung. Ja, dann habe ich wirklich eine lange, lange Zeit PS2 gespielt. Beziehungsweise es gab denn ja den PC. Natürlich darf man den PC nicht vergessen, den haben wir. Unseren allerersten PC haben wir damals 2001, glaube ich, gekauft. Und dann wurde es nachher da mein, ich sage jetzt mal, meine Hauptplattform. Weil PC ist doch was ganz Eigenes mit der ganzen Steuerung und so. Darf man natürlich auch nicht verachten. Und ja. Gab es halt den PC. Da dann eine ganze Weile gespielt und dann halt Hauptplattform Battlefield 2 gespielt. Das war mein erstes Online-Spiel. Immer gespielt, gespielt, gespielt. Und dann habe ich mir so gedacht, gut, es gibt so viele Exklusivtitel für die Konsolen. Dann gab es 2011. Also ich hatte dann 2010 ja meine Ausbildung angefangen. Gab dann natürlich die allererste Kohle. Und da dachte ich mir so, jo. Du brauchst unbedingt 2011, nee, 2012, habe ich mir dann im Sommer, glaube ich, war das im Sommer? Ja, ich schätze mal so im Mai 2012, habe ich mir den Xbox 360 aus eBay Kleinanzeigen gekauft. Davon habt ihr auch ein Unboxing. Ja, habe ich mir den gekauft und wie ihr seht, ich spiele noch aktiv. Ja, und dann im Oktober darauf. Ich sage, gut, gespart hast du wieder, so viele Spiele hast du im Moment nicht gekauft. Und man will ja weiter Exklusivtitel spielen, Killzone, Gran Turismo, hast du nicht gesehen, du brauchst jetzt eine PS3. Wie die eBay Kleinanzeigen war für mich die beste Plattform, ich wollte nicht neu, mir keine neue kaufen, weil es mir zu dem Zeitpunkt zu teuer war, weil ich ja nur noch Spritgeld und so, ich musste mehr zur Arbeit fahren. Ja, war es mir nachher im Endeffekt zu teuer. Und die ganzen Spiele noch zu kaufen, war im Endeffekt wirklich viel zu teuer. Ich denke, guckt, oh geil, PS3, kostet also für 250 € oder so, richtig gut geschossen, gebraucht, wie eBay Kleinanzeigen. Und ja, mit ein paar Spielchen zu, ich glaube, MW1 war mit bei und noch zwei, drei Spiele, fragt mich aber nicht welche. Ja, dann gab es natürlich eine PlayStation 3. Das waren auch wieder meine eigenen Konsolen, die ich für mich gekauft habe. Ja. Natürlich gab es, was ich fast vergessen hätte, gab es vor den beiden Konsolen ein Tod? Nein, eine Wii. Eine Nintendo Wii. Die gab es 2011, bin ich der Meinung. Eine schwarze Wii. Kam dann plötzlich mein Bruder an, wieder der Älteste. Guck mal hier, was ich habe. Ich habe einfach nur mal aus Scherz gesagt. Ja, wie wär's denn, wenn du hast mal Bock, Runde Wii Sports zu zocken oder so? Er so, ja. Ja, was machen wir jetzt? Ja, kaufen wir eine Wii. Ich so, ach Quatsch. Ja, für das ein, zweimal, das mal zu zocken, brauchst du eigentlich keine kaufen. Ja, und dann ein, zwei Wochen später kam er dann an. Ja, guck mal hier, was ich hier habe. Ich guck so, ist er bescheuert? Hat er echt für uns beide eine Wii gekauft? Hä? Jetzt habe ich auch noch eine Wii. Die mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, selten genutzt wird, nur wenn ich wirklich Langeweile habe und dann eine Runde schön Bowlen tue oder ein bisschen Tennis. So noch nebenbei, ja, so ist dann halt so auch meine große Konsolensammlung entstanden. Also Spiele haben wir auch massig, also vor allem PC-Spiele, fragt mich. Ich habe da so viel. Ja, so ist eigentlich im Endeffekt meine komplette Zockerkarriere entstanden, beziehungsweise alles. Und ja, ich hoffe mal, das hat euch gefallen. Die Runde geht ja noch alles ein bisschen. Ich weiß nicht, was die Trickshotter hier immer zu versuchen. Ich hoffe mal, dass wir das bald beenden. Und die Aufnahme läuft doch schon 24 Minuten. Das wird jetzt ein kompletter Part denn sein. Ja, so ist dann halt meine Zockerkarriere bis jetzt entstanden. Oder meine komplette Zockergeschichte.
Ich werde mir auch die Xbox One und die PS4 holen. Ich werde mir auch demnächst einen neuen Rechner holen. Also einen komplett neuen PC. Also wirklich jetzt einen PC, keinen Laptop. Um halt auch die ganzen neuen Spiele wie Battlefield 4 auf der höchsten Auflösung und alles spielen zu können. Und natürlich ist der PC, natürlich ist, sage ich jetzt mal, Arbeit und Wohnung, also Wohnung ist auch nicht ganz billig, wenn man die einrichten muss, Vorrang, und danach wird der Rechner kommen. Vielleicht kommt der Rechner auch vor dem anderen Kram, wenn sich nicht so schnell was ergeben sollte. Ich muss mir dann noch was einfallen lassen. Auf jeden Fall wird es alles kommen und die anderen beiden Konsolen wird es auch noch bei mir denn geben. Also ihr werdet dann auch mit Konsolen, Gameplays und alles sehr, sehr stark versorgt werden. Ja, das wäre dann halt eigentlich jetzt so mal mein Zockerweg. Angefangen halt über meine Brüder, die mir denn das Zocken beigebracht haben. Ja, dann kann ich also noch so kurz mal noch sagen, was mir eingefallen ist. Die Spiele für den Amiga. Ein Spiel, was ich noch viel gesuchtet habe, bin ich aber nie sehr weit gekommen, war Cannon Fodder. Das ist, bei Steam gibt's Cannon Fodder 3. Das kann ich euch sagen. Da könnt ihr mal reingucken. Beziehungsweise mal bei YouTube eingeben Cannon Fodder. Also Cannon, Englisch, Kanone. Und Fodder, also Fodder, gibt's von Cubex irgendwelche Zahlen in Longplay. Von Teil 1 und 2. Also da könnt ihr auch nochmal mit reingucken. Dann habt ihr mal eine Vorstellung, was das ist. Also von Lotus, glaube ich, gibt es auch noch was. Und das war's eigentlich an sich schon. Ja. Ich hoffe, das Gameplay und. Ja, das Live-Commentary, das Gameplay war jetzt nicht berauschend. Ich habe ein 6 zu 6. Gehe aber mit einer 1er-KD raus, gehe plus minus 0, also nicht positiv. Na doch, eigentlich gehe ich ja positiv noch raus. Auch wenn es eigentlich eine so gesehen eine Scheißrunde war und ich nicht so prickelnd war. Aber ich denke mal, das Gameplay war gerade mal ein bisschen nebensächlich. Ich habe jetzt wirklich einfach mal so ein bisschen Nähkästchen geplaudert. Suche mir jetzt noch eine Abschlussserie aus. Ich nehme jetzt einfach mal das Gesch. Nicht das Gesch. Doch, ich nehme das Geschütz. Oh. Ja. Denn Quartiere gucken wir nochmal. Die Endmovies habe ich freigeschalten. Und. So. Und dann. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wieder irgendein Thema habt, so wie der DMK jetzt gemacht hat, schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr von mir hören wollt, wenn ich mal wieder beim MW2 zocken bin. Oder halt mal so, jetzt war halt wirklich spontanes und Lust-Gameplay, einfach mal so eine labern, auf das eingehen und das dann machen. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert auch Themen rein. Bewertet das Video. Und ja, da sage ich dann mal viel Spaß mit meinen anderen Videos. Hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Spaß gehabt. Lasst Kritik etc. alles da und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mal wieder was irgendwas hören wollt von mir. Und ja, ich verabschiede mich. Ich bin Aloha1993.